Moin Moin und herzlich willkommen wieder mal zurück zum neuen Part hier von Deponia. Ja, wir befinden uns immer noch hier in diesem, ja, Minentunnelsystem und so weiter und so fort. Wir haben ja Kuvak schon längst hinter uns gelassen und haben vom Dog im letzten Part einen Stromumkehrer bekommen. Und haben jetzt schon das Minenbike schon sehr gut wieder zum Laufen gebracht und so weiter. Wir haben einen Schlüssel, ein Skelettbein, eine Minenbike-Lampe und viele andere Dinge. Aber unsere Hauptaufgabe besteht immer noch darin, dass wir halt Goal hier auf dieses Minenbike kriegen und dann halt abfahren können. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir das machen. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal hier oben in die Schaltzentrale und werden mal uns mal hier mit dem Schlüssel diesen Schlüsselkasten öffnen. Ah, ein Achtkantschlüssel. Sehr gut, mit diesem Achtkantschlüssel kann ich jetzt nämlich hier hinten hingehen. Das Ding hier aufmachen. Und da haben wir eine Sicherung drin. Sehr gut. Das haben wir auch schon mal. Jetzt fehlt mir noch immer noch etwas. Was fehlt mir hier? Da hinten ist der Horizont, da hinten ist ein Spiegel. Das Ding kann ich noch nicht abmachen. Gucken wir noch mal. Ach ja, stimmt. Warte, warte, halt. Ich habe eine Idee. Moment, wir machen den Hebel noch mal. Weil die Lampe war ja die ganze Zeit auch angewiesen. Deswegen konnten wir die Sache noch nicht rausschrauben. Jetzt müsste es aber, glaube ich, gehen. So, das haben wir. Jetzt packen wir die hier rein. Und können das nämlich auch anmachen. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch den Spiegel hier. Ja, wenn das Ding nämlich leuchtet, dann leuchtet nämlich diese Warnblinkanlage genau auf dem Spiegel. Und der Spiegel bringt das Licht dann nach hinten hin. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir können ja schon mal ganz kurz nochmal zu der Kurve gehen. Und uns nochmal hier auf dem Kran hinbewegen. So, die Sicherung kommt hier rein. Dann können wir jetzt eigentlich den Kran schon wieder bewegen, oder? Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Minebike liefen und wham. Wo ist das Minebike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Ja, das habe ich mit Absicht jetzt gemacht. Wir haben es natürlich jetzt nicht vergessen. Aber so können wir auf jeden Fall mal... Also so ist der Plan, so kommen wir auf jeden Fall weiter. Jetzt müssen wir nach oben den Hebel einklicken. Jetzt ist hier zwar das rote Licht, aber hinten ist halt ganz normal das weiße Licht zu sehen. Dann haben wir nämlich hier schon mal alles erledigt. Jetzt können wir das Minebike nehmen. Und losfahren. Und los geht's. Yippie! Schon wieder der Hebel. Nö, das war's nicht. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Warte mal, Kontrollding? Warte mal, hier war doch noch irgendwas. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Ah, warte mal, ich muss ja immer noch irgendwie auf diesen Hebel dazukommen. Yippie! Schon wieder der Hebel! Mir fehlt immer noch ein Tuch. Ich habe die Signalleuchte, ich habe den Achtkantschlüssel, ich habe das Skelettbein. Wozu brauche ich das Skelettbein nochmal? Ach, warte mal. Haha, wir haben doch... Warte mal. Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Mist, passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Verdammt.
Vielleicht kann Doc den irgendwie gebrauchen. Mit einem unendlich langen Hebel und einem fixen Punkt könntest du... Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrungen. Natürlich nicht. Was kann ich jetzt mit dem Achtkantschlüssel machen? Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Ein Bein reicht mir. Bist du fies, ey. Wir brauchen ja immer noch irgendwie noch so ein Tuch für den Schnaps. Wisch sofort den Flaschenhals ab, aber gründlich. Okidoki. Ich hab ja nichts. Hast du irgendwas? Hallo. Was? Oh, hallo. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Nö. Nichts was... Selbst die Ei... Okay. Ich muss dann mal... Mach es gut. Er hat gerade nichts. Ich muss irgendwie diesen Spiegel reinigen, aber da oben war auch jetzt nichts mehr gewesen. Wieso nimmt er den Spiegel jetzt mit? Junge, Junge, zum Glück beherrsche ich dich. Okay, das haben wir schon gehabt. Blöd. Wozu brauche ich jetzt diesen Spiegel? Der ist auf jeden Fall schmutzig. Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Okay, jetzt einen Achtkantschlüssel und einen schmutzigen Spiegel. Wie kann ich jetzt... hier, da ist der Lappen! Oh. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Ich habe eine Idee. Moment. Aha, ich bin auch blöd. Ich muss ja auch mit dem Lappen den Schnaps holen, weil der ist auch, der macht den Dreck auch weg. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Lappen mit Alkohol. Und jetzt kann ich mich in den Spiegel sauber machen. Hallo. Kommst du öfter hierher? Ein polierter Spiegel. Und der kommt jetzt auf das Skelett. Nicht fallen lassen, okay? So, jetzt kann ich nämlich wieder den Schalter aktivieren. Moment. So, den Hebel aktivieren. Hebel ist aktiviert. Jetzt gehen wir wieder nach unten. Und jetzt müsste das Minenbike... Nicht solange ich noch zwei eigene gesunde Beine habe. Moment mal. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Ich muss jetzt auf jeden Fall so machen, dass das Licht an ist und, das muss auf jeden Fall hier reinleuchten. Und das tut es nur, wenn ich halt es schaffe, irgendwie die Sache zum Leuchten zu bringen. Also sei ruhig jetzt, Doc. Ich bin auch blöd. Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. So war es gewesen. Genau das wollte ich gerade nämlich aussagen. Wenn wir den einbauen, dann wird das alles so und dann wird das so. Ja. So, Hebel wieder aktivieren. So, jetzt ist nämlich das Licht, müsste jetzt nämlich leuchten. Jawohl, das hat funktioniert. Und jetzt können wir uns nämlich mit dem Minebike auf jeden Fall dort hinbewegen. Los geht's! Juhu! Erstmal wieder umdrehen und dann einfach losfahren. Yippie! Yippie! Schon wieder der Hebel! Ach Mann, ich bin ja auch blöd, ich kann jetzt einfach da langlaufen. Moment, wir hier lang und jetzt leuchtet nämlich der Weg frei und wir können einfach durch. Ha, das
grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. Mhm. Du kannst im Dunkeln sehen, aber triffst trotzdem alles. Der Hebel! Wieso ist da gerade eine Glühbirne gerade lang geflogen? Egal, da ist eine Flasche, die nehmen wir mit. Und wieder zurück. Yes! So, was ist denn da drin? Eine leere Flasche und ein Hebel. Den Hebel nehmen wir auf jeden Fall jetzt hier schon mal ein. Ich glaube, die Flasche brauche ich auch noch für irgendwas. Da kann ich ja Doc fragen, ob er mir ein bisschen Alkohol geben kann, weil Alkohol ist immer gut. Zack, Weichenstellung. Sehr gut. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz mal zu Doc und frage ihn mal, ob er hier Bock hat, auf ein bisschen was zu trinken. Hey, mit so einer Flasche könntest du den geheimen Leoparden... Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrungen. Natürlich nicht. Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Okay, gut. Hat auch nicht so viel gebracht. Schade. Dann bringen wir den jetzt mal zu Goal. Jetzt auf zum Sitz, also zum Kran. Und los geht's. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Dieb, dieb, dieb. Mist. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Ach, am besten frage ich ihn mal. Ach so, ja, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich muss wieder einen Schluck zu mir nehmen. Und dann kann ich, glaube ich, das dann machen. Doc! Ich glaube, so war das gewesen. Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Ohne das ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Such dir... Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Ich glaube, Rufus stand gerade ein bisschen unter Drogen, auf jeden Fall. Und das Krasse ist, ich merke gerade, wir sind schon fast wieder am Ende des Parts. Gut, darf ich mir trotzdem was eingießen? Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck haben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein. Ich brauche auf jeden Fall die leere Flasche, damit ich da was machen kann. Doc, hier hast du ein Skelett bei. Mit einem unendlich langen Was mache ich jetzt? Ich brauche auf jeden Fall... Ich muss irgendwas machen, damit er da wegkommt.
Mist, aber jetzt. Nein! Ach. Der Doc hat mich belogen. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Nein. Also gut. Horizont fixieren, Konzentration. Und? Tetanus ist das bequem. So kann sich doch keiner konzentrieren. Irgendwas mache ich falsch. Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. So, jetzt haben wir den Skelettfuß hinter uns gepackt. Jetzt haben wir den Horizont. Bein hinterm Kopf. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Ein Mumpi. Mumpi! Und nun? Hey, da ist ja noch was drin. Die ist ja praktisch noch halb voll. Doch nur ein Käfer. Okay, ich brauche also wirklich einen Schluck aus seinem Flachmann auf jeden Fall. Aber das kriege ich momentan nicht, weil er halt dann sagt, ja, er gibt nichts ab. Ah, wie war denn das jetzt nochmal? Weißt du was? Moment. Ein Achtkantschlüssel, sehr gut. Damit kannst du... Ja und so weiter. Natürlich. Ein solider Stromumkehrer. Gute Arbeit, Rufus. Kinderspiel. Signallampen sind sehr wichtig. Ja und so. Natürlich. Ich muss irgendwas hier aus dem Flachmann nehmen, aber ich weiß nicht mehr was. Habe ich eigentlich alles? Da habe ich alles. Hier habe ich auch alles. Hier ist nichts mehr. Ich muss diese... ich frag ihn einfach mal. Vielleicht gibt er mir vielleicht was ab. Hey, mit so einer Flasche könntest du den Geheim... Ja, natürlich. Okay, auch nicht. Ich brauche einen Schluck von seinem Flachmann. Hier ist auch nichts mehr. Ich brauche einen Schluck von ihm. Ah, warte mal. Bis zum Horizont. Es wird Zeit, dass ich hier... Warte mal, ich frage hier nochmal... Schrotschen. Ich frage hier nochmal ganz kurz. Vielleicht hat er noch eine Idee. Hallo. Hm? Oh. Ich habe immer her damit. So. Könntest du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf. Und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Dankeschön, mein lieber Doc. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Nein, weil ich es nicht mehr brauche. Super, wir haben jetzt nämlich eine gefüllte Flasche. Sein Schnaps ist komplett leer. Warte mal, wir können ja mal ganz kurz so gucken, ob er immer noch meditiert. Nee, tut er nicht mehr. Das war das nämlich gewesen, was wir machen mussten. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz hier hoch. Ich mache jetzt den Part ein bisschen länger. Also. Ich habe Docs Fuse, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Fummel zum Dank holen. Auf den! Und nun? Jetzt aber. Und
Yes! Rufus! 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 Yeah! Wir sollten applaudieren, das stand da. Wir haben es geschafft! Wir können jetzt hier weitermachen mit Goal, können wir jetzt abhauen und so weiter. Wir haben es geschafft, Freunde! Juhu! Festhalten, Schätzchen. Von der Fahrt wirst du noch unseren Enkelkindern erzählen. Sie liegt sicher genug. Es kann losgehen. Bist du sicher, dass sie sicher liegt? Weil das sieht nicht ganz bequem aus. Aber wir können weiter. Los geht's. Und ab geht die Post. Los geht's. Okay, dann, warte mal. Ich muss jetzt nämlich nochmal losfahren. Nochmal umschalten. Nein! Das war falsch. So, jetzt mal auf das Minenbike steigen, weil ich muss mich nach oben kommen. Weil jetzt ist nämlich das Minenbike auf jeden Fall schwer genug. Ha, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Und jetzt muss ich gucken, wie ich das alles machen muss. Also jetzt ist gerade der gelbe Weg. Wo fangen wir denn an? Wo stehen wir denn? Ich würde mal gerne wissen, wo der Start ist, wo wir anfangen. Position 2. Oder starten wir Position 1. Keine Ahnung, Leute, aber ich würde sagen, wir machen das im nächsten Part auf jeden Fall. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und im nächsten Part werden wir hier durch das Minenlabyrinth irgendwie versuchen, hier rauszukommen zu den unteren Aufstiegsstationen oder so. Los geht's im nächsten Part. Ciao, Freunde. Macht's gut. Bye, bye.